Das ist Robokino mit jede Menge Schokolade. Das ist Robokino und wenn ihr Bock auf Film- und Serien-Reviews habt, bleibt gern mit einem Abo mit dabei. Ich habe mich zum Ende des Jahres 2023 nochmal ins Kino getraut und mir den Warner Brothers Streifen Wonka reingezogen. Und den kann man so als Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik sehen, wenn man möchte. Geht aber auch ganz eigenständig. Man sieht Willy Wonka jetzt nicht als Kind, sondern er ist schon ein junger, ambitionierter Kerl. Er hat ein paar Groschen in der Tasche, will in die große Stadt, denn er weiß, wie man Schokoladenkreationen erstellt, und zwar wie kein zweiter. In dieser Stadt will er eben sein Glück machen, doch dass in der Metropole schnell mal das Geld weg ist, das erfährt er auch direkt beim Ankommen. Trotzdem, er bekommt noch eine Bleibe, eine Unterkunft von nicht so ganz netten Leuten, die ihm einen Knebelvertrag verpassen. Denn es ist eigentlich nicht der einzelne Groschen pro Nacht, sondern da wird halt mal alles verlangt. Für Aufwärmen am Kamin, der Begrüßungsgin, das alles wird in Rechnung gestellt. Wenn er das halt nicht bezahlen kann, dann es ist halt einfach ein dreckiger Knebelvertrag, was ihn dazu zwingt, dort in die Knechtschaft zu gehen. Dort sind auch noch mehrere Leute, die von diesen Herrschaften, Schrubbel über den Tisch gezogen wurden und da jetzt in der Wäscherei bis quasi zum Ende ihres Lebens schuften müssen. Und Willy, der gibt aber nicht auf. Der sieht alles immer positiv und mit dem Mädel Nudel, die ja schon seit sie kleines Baby ist bei den in diesem Laden bei den Schrubbels lebt, die hilft ihm auch dabei, dass er durch eine List wieder nach draußen kommt, um doch seinen Traum zu verwirklichen. Doch da draußen ist es auch nicht ganz so einfach, denn es gibt das Schokoladenkartell, bestehend aus den drei großen Schokoladiers der Stadt, die so hinter den Kulissen ihre Fäden spinnen und auch mit Schokolade auch die Leute bestechen und so weiter. Die kriegen natürlich mit, dass Willy Wonka besser ist als sie und die Leute halt voll auf den Kram drauf abfahren, deshalb muss was gegen ihn unternommen werden. Ja, und Willy muss sich da eben durchsetzen. Erstens mal will er seine neuen Freunde befreien, sich selbst befreien, Nudels Geheimnis über ihre Familie herausfinden und natürlich der größte Schokoladier überhaupt werden. Das ist es eigentlich schon. Kann man sich das reinziehen? Ich würde sagen, es ist so ein Film, der perfekt für diese Dezember-Winter- festliche Zeit einfach ist. Die Sets waren einfach geil. Ich hab's brutal gefühlt. Die ganze Stimmung, die Atmosphäre, und das hat dann auch gewisse Erinnerungen getriggert, denn ich war Anfang des Jahres war ich im Phantasialand, und wer da halt schon mal war, da gibt's so einen Bereich, so im Zentrum, wo so eine Straße ist. Das hat alles so einen bestimmten Flair einfach, so eine gewisse Romantik, die so 1890, 1900 rum bis vielleicht 1920 in diesen Bereich rüberkommt, und das mag ich dann immer ganz gern, diese Sets. Timothée Chalamet, den sieht man überall und alle sagen immer, ja, der Timothée Chalamet hier und da. Ich habe schon ein paar Leute getroffen, die es einfach nicht mehr hören können, aber man muss es sagen, der Typ macht einen guten Job, und bisher in, egal ob es Drama, Romantik, Sci-Fi, ich meine, in Dune spielt er ja auch die Hauptrolle, jetzt hier, also der drückt dem Willy Wonka seinen eigenen Stempel auf und kopiert nicht das, was Johnny Depp in Tim Burtons Charlie in die Schokoladenfabrik gemacht hat. Und das finde ich nämlich auch gut. Ich bin nämlich leider kein Riesenfreund von Johnny Depps Darstellung von Willy Wonka in dem Film. Es ist aber auch, was sie gemein haben, ist es. Also ich fand, dass es sich wirklich arg gezogen hat. Das Problem habe ich bei Charlie in die Schokoladenfabrik
irgendwie auch. Da waren Dinge, wo ich, glaube ich, schon da saß und so, ja, jetzt komm und dann mach weiter, ist gut, wir haben es verstanden. Das hat mir dann halt nicht getaugt. Und was noch schrecklich war, also wenn ihr die Chance habt, euch den Film im Originalton anzuschauen, wenn euch das nichts ausmacht, manche sagen, nee, gucke ich mir nicht im Originalton an, ich will das mit deutscher Synchro mir anschauen. Die deutsche Synchro war an sich auch gut, also wie immer, das ist, deutsche Synchro ist ein anständiges Geschäft, aber der Film ist ein Musical. Es wird sehr viel gesungen da drin. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Viele Leute nervt das einfach. Es wird sehr viel da drin gesungen. Und es ist in Deutsch nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Die Synchronsprecher, das sind keine Sänger. Ganz einfach. Da hätte man für die Gesangsparts doch noch jemand anderen herziehen müssen. Und das war dann teilweise wirklich so, wo du, das hätte ich dir vielleicht besser unter der Dusche gesungen. Nee, war absolut nicht gut, deswegen vielleicht ist, also es soll wohl in der Originalversion doch besser sein. Ich habe da leider noch nicht reinhören können. Das trug auch ein bisschen zu dieser Länge einfach bei, weil diese Stücke, die gehen einfach ein bisschen und dann, Nochmal zurück zur Atmosphäre, das war halt wirklich das Stärkste, also dieses ganze Setbuilding und manchmal wusstest du auch nicht so recht, wo hört jetzt das Set auf oder das Realset auf, wo wird's digital, also die haben das schon stark gemacht, das hat mir gut gefallen. Das nächste auch noch, Oompa Loompa, muss ja auch dabei sein bei Willy Wonka und die Schokoladenfabrik, die Oompa Loompas, ganz anders dargestellt als in Charlie und die Schokoladenfabrik, deshalb bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das im selben Universum sein soll oder einfach ein abgesetzt von Tim Burtons Film. Der Oompa Loompa wurde erstmal gespielt von Hugh Grant. Und das ist schon mal geil. Wenn du dieses Wesen da rumhüpfen siehst, aber mit dieser seriösen Art, dieser britischen Ernstigkeit von dieser edlen Ernstigkeit von Hugh Grant, fand ich super. Fand ich einfach klasse, witzig. Gut, was kann man dazu sagen? Also, wer halt Charlie in Schokoladenfabrik, wer sowas cool findet, meine Kinder waren mit dabei, die haben Charlie die Schokoladenfabrik schon 100-mal gesehen, können sie sich dauernd reinziehen, ich nicht. Bei dem Film, ich konnte jetzt keine Begeisterung aus denen raus. Sie sagen so, ja, der war ganz gut. Ich glaube, meine kleine Tochter fand ihn besser als die größere. Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, wenn ihr jetzt als Eltern sagt, ich gehe mit meinen Kindern irgendwo rein, das ist auch mehr für euch. Ja, also da macht man nichts falsch. Wonka, das ist es. Vielleicht schafft ihr es noch ins Kino. Ich weiß nicht, wie lange der noch läuft. Timothée Chalamet, wie gesagt, wir haben einen guten Job gemacht, wie eigentlich alle Darsteller, die dabei waren. Da kann man nichts sagen gegen Michael Key war auch noch dabei. Und würde ich auf jeden Fall sagen, viel Spaß. Schreibt, wie ihr Wonka fandet, was ihr so von Charlie in die Schokoladenfabrik haltet. Und dann quatschen wir in den Kommentaren. Haut rein und auf jeden Fall mal ein gutes 2024. Ciao.